Guten Morgen. Ich räume gerade die Zaunpfosten in das Auto. Denn Juni und ich fahren heute zu einem Training. Es ist noch etwas kalt. Deswegen habe ich auch wieder meinen Overall ausgepackt. Aber es sollen heute 11 Grad werden. Bin mal gespannt. Seid ihr auch gespannt? Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Der Hänger muss auch dringend mal wieder gewaschen werden. Aber, naja, das passiert halt am Stall. Ich sollte das lassen, das macht es das Ganze nur noch schlimmer. Wir beachten das jetzt einfach mal als Deko. Ich hole jetzt einmal die Sachen. Ich reite zuerst in einer Stunde, aber einmal Sachen holen und dann ganz entspannt putzen, denn das Pferd hat ganz schön viel und wir wollen möglichst viel herausholen. Juni und ich gehen jetzt gleich auf die Bahn zum Reiten. Wir üben, glaube ich, ein bisschen T4. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich hoffe, wir haben alle Gangarten dabei und auch ein Zügel überstreichen. Wir sind hier, denn ein Richter macht hier einen Kurs. Und das ist immer sehr wertvoll, von einem Richter einen Kurs zu bekommen. Mit 2 Reiteinheiten. Und wir sind mal gespannt, wie es läuft. Ich kann mir vielleicht noch ein paar Tipps abholen. Im Training haben wir erstmal angefangen, uns zum Schritt aufzuwärmen. Da war erstmal wichtig, dass wir auf beiden Runden gleichmäßig Schritt gehen. Und danach sind wir in die Tötarbeit gegangen. Wir sind auch eigentlich fast nur getötet. Da haben wir dann das Ziel darauf gelegt, ein gleichmäßiges Tempo zu laufen, was eher etwas flotter ist für unsere Verhältnisse an dem Tag. Und das dann gleichmäßig für eine bestimmte Länge zu halten. Also wir haben jetzt keine bestimmte Länge gemacht, sondern haben einfach geguckt, wann wir die nächste Aufgabe da machen. Dann sollte ich einmal einhändig reiten, nämlich hier mit der Gerte etwas besser anticken kann. Da war dann egal, wie lang die Züge sind. Danach haben wir nochmal Galopp auf der linken Hand probiert. Das ging eigentlich auch ganz gut. Und zum Schluss, damit er sich dehnen konnte, sind wir dann nochmal getrabt. Das auch eher im längeren Zügel. Letzte Teil der linken Hand war richtig schöner Galopp. Der hat sich gut angefühlt und sah auch gut aus. Uns ging es jetzt nicht darum, irgendwie eine schöne Prüfung durchzureiten oder jetzt den besten und schnellsten Tölt zu haben. Klar wollten wir guten Tölt. Taktklaren Tölt hatten wir sowieso die ganze Zeit, aber das Ziel lag darauf, gleichmäßig zu tölten, ein gleichmäßiges Tempo zu haben und das lang genug durchziehen zu können. Denn vor allem das ist so irgendwie mein Problem auf Turnieren, dass ich das Tempo nicht gleichmäßig durchziehen kann. Und deswegen haben wir das geübt. Wir sind jetzt geritten, er darf sich gleich nochmal wälzen. Und wenn er in der Box steht, dann kriegt er einen ausführlichen Bericht. Komm. Er war eigentlich sehr gut taktklar dabei. Und es war auch eigentlich an sich sehr gut. Er war halt nur krass strebig. Also ich war effektiv die ganze Zeit am Treiben. Das hat das Ganze ein bisschen schwierig und anstrengend gemacht. Aber so der Takt war da und war auch gut. Also ich glaube, wenn es gleich nochmal ein bisschen Heulkopf gibt, ein bisschen Kraft, dann wird's besser. Er steht jetzt in der Box, weil die meisten Teilnehmer von hier sind und deswegen hier stehen. Und da die Box hier frei ist, kann er da jetzt rein. Und es ist Freitag, das schafft er auch. Und die ist auch riesig. So, ja? Pony hat keinen Bock mehr, aber wir gehen jetzt in Runde 2. Nee?
Am Anfang sind wir wieder auf beiden Händen gleichmäßig Schritt geritten, um uns wieder warm zu reiten. Die Bahn kannte er jetzt ja schon, also hatte er da nicht mehr die Ausrede, sich die angucken zu können. Er hat auch nicht mehr wirklich irgendwie geguckt oder so. Weiter ging es dann im Tölt. Wir haben ein bisschen Züge überstreichen wirklich geübt. Das war natürlich etwas schwierig, weil er auch recht triebig war, schon etwas müde von der ersten Stunde. Aber das hat er so an sich eigentlich ganz gut gemacht für die Umstände. Da war es dann auch das Ziel, einfach die Geschwindigkeit, den Takt und den Tölt zu halten. Also sprich, dass er beim Züge überstreichen aus dem Tölt fällt. Trab mag er mehr, deswegen sind wir dann auch eher etwas mehr getrabt und haben dann nochmal Galopp gemacht. Den Galopp haben wir auf der guten Hand gemacht, damit er mit einem guten Gefühl da auch rausgeht. Und dann durfte er im Trab sich einfach nochmal strecken, nochmal abschnauben, einfach nochmal lang werden. Und das war dann eigentlich unsere zweite, etwas kürzere Trainingseinheit. Wir sind jetzt mit der zweiten Trainingseinheit auch durch. Die haben wir jetzt etwas kürzer gemacht, da der gute Herr hier auch schon etwas durch war. Der Takt an sich war gut. Das Tempo hätte noch besser sein können, aber das Zügeüberstreichen hat gut geklappt. Und ich war sehr zufrieden, weil er teilweise echt, echt guten Takt hatte. Das hat sich nach so einem Top-Pferd angefühlt. Jetzt geht's nach Hause und dann darf der Herr auch auf den Paddock und hat dann morgen frei. Das hat er sich verdient. Und Dienstag machen wir dann so ein kleines bisschen lockeres Arbeiten, um das von heute ein bisschen zu festigen. Ne? Ich glaube, wir haben heute gut was mitgenommen. Also ich auf jeden Fall, er hat wahrscheinlich draus mitgenommen. Arbeit, ganz viel Arbeit. Nee. Aber die Zeit haben wir sehr genossen, wir haben sehr viel gekuschelt und gespielt. Ja. Deswegen darfst du jetzt auch nach Hause. Da musst du mich nicht mehr ertragen. Ja? Aufpassen. Na komm. Ja, ach Mensch, das ja. Ich glaube, der Tag war heute ein voller Erfolg. Eben stand er nochmal, ich weiß nicht, für eine halbe Minute oder so im Hänger. Die Stange war hinten auf und er stand einfach ganz brav drin. Was ist mit meinem Pferd heute passiert? Ich bin mega zufrieden heute. Das Tempo war, das haben wir irgendwie, hier so halb vergessen. Dafür haben wir sehr, sehr viel Takt mit eingepackt. Also der Takt war sehr gut heute. Ich bin zufrieden. Man kann auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Und morgen gibt es Pause. Du darfst nochmal in den Hänger gehen, da ist noch mehr Futter. Genau, den Rest des Futters kriegt er jetzt auch noch. Und dann darf er auf den Paddock und sich einmal wieder dreckig machen. Nee? Ich danke nochmal allen von heute. Das war ein schöner Tag und das Wetter hat mitgespielt. Ich danke auch Juni, dass er das so toll mitgemacht hat, dass wir jetzt nicht so viel Tempo hatten. Egal. Dafür hatten wir beim letzten Turnier zwar Tempo, aber kein Trab. Das könnt ihr hier oben sehen. Und hier unten könnt ihr den Quali-Tag sehen, wo wir auch auf dem Hof waren. Lasst doch gerne einen Daumen, ein Abo und eine aktivierte Glocke sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich gehe jetzt nach Hause.